ich nicht nassada. Marvin, 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 was simcha. Oh, ich. Mich nicht nassada. Marvin, was simcha. Oh. Wir sind im fröhlichsten jüdischen Monat. Adar. Dieses Jahr haben wir Schaltjahr, ein jüdisches Schaltjahr. Und das bedeutet, wir haben 2 Monate Adar. Die Freude wird gesteigert. Dieser Monat ist ein sehr wertvoller Monat. Denn das Jahr besteht aus 12 Monaten. Und dieses Jahr haben wir 13 Monate. Das bedeutet, wir sind dieses Jahr über dem Glück stehen wir. Über dem Glück stehen wir jetzt mit diesem Monat, der eigentlich nicht sein sollte. Und deswegen musste ich wirklich engagieren. Jetzt hat die Tage hier noch nutzen von diesem ganzen besonderen Monat und engagiert beten. Denn jetzt, was du dir wünschst, das kannst du bekommen. Denn jetzt stehst du über deinem Glück. Das ist sensationell. Und der Chabad-Rabbi, der Rabbi Milubavitch, er lernt auch etwas sehr Spannendes. Im Judentum gibt es ja das Prinzip, 1/60 sozusagen. Das bedeutet, wenn du jetzt hier einen Fleischtopf hast und ein Tropfen Milch fliegt jetzt in diesen Topf oder ein paar Tropfen, aber diese Tropfen, die da reingeknallt sind, sind jetzt 1/60. Das bedeutet 1 zu 60, dann ist da nicht wirklich was Großartiges passiert. Dieses Prinzip. Wenn du 1 zu 60 hast, 60 Kilo, sagen wir, von einer Sache und jetzt kommt 1 Kilo von einer anderen Sache hinein, dann ist das, dann ist da nichts weiter passiert. Und das ist passiert mit den Monaten. Denn insgesamt haben wir dann 2 Monate von Adar, das sind 60 Tage. Und wir sagen, unsere Weisen sagen, mische nicht nach Sadar, mal bim Simcha. Das ist der fröhlichste jüdische Monat. Du musst immer fröhlich sein und noch fröhlicher, immer die Freude suchen, immer das Glück suchen, immer mehr und mehr und mehr. Und dann sagt der Rabbi Milubavitch, dass die Probleme, die Traurigkeit, die Verzweiflung, all diese Dinge sind hineingeflogen in diesen Monatstopf dieses 60-tägigen Adars und alles ist vorbei. Alles ist vorbei. Es bleibt nur die Freude übrig. Denn 1 zu 60. 60, das ist eine Verzweiflung, 2 Verzweiflungen. Es kann diesem Ding nichts anhaben. Wie schön, hä? Adar. Heute wollen wir reden über unser Herz. Über den freien Willen. Schauen wir uns dazu zum Beispiel Pharao. Es gibt im 2. Buch Moses einen sehr interessanten Vers. Wir sind inmitten der 10 Plagen. Moses geht ständig zu Pharao, sagt zu ihm, let my people go. Lass mein Volk ziehen. Pharao sagt andauernd, nein, 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 kein Bock, keine Lust, will ich nicht, wer bist du, was hast du, weg. Und dann sehen wir einen Satz, dass der Ewige spricht zu Moses, ich selbst habe das Herz vom Pharao ungebig gemacht. Punkt. So,
Wir lesen hier also etwas Hochinteressantes in Bezug auf den freien Willen. Denn wir wissen ja, nach jüdischem Prinzip, dass der Mensch einen freien Willen hat. So wie ein Schüler mal Rabbi Nachman aus Breslau gefragt hatte: Du erzähl mir mal, was ist denn der Freiwille? Und er sagte dann ganz einfach: Wenn du etwas willst, dann tust du es. Und wenn du etwas nicht willst, ja, dann lass du es eben bleiben. Ganz einfach. Sei du. Das ist der Freiwille. Wenn du etwas willst, dann machst du es. Wenn nicht, dann nicht. Sei du. Und hier sehen wir jetzt in diesem Vers, im zweiten Buch Moses, wenn ich mich richtig entsinne, befindet sich dieser Vers im 10. Kapitel vom zweiten Buch Moses und wir sprechen über den Vers 1. Okay. 10. Kapitel, musst du aufschreiben, nachschlagen. 10. Kapitel im zweiten Buch Moses, erster Vers, da steht es drin, was ich jetzt gesagt habe, dass Gott sagt: Ich selbst habe das Herz vom Pharao unnachgiebig gemacht. Er hat sein Herz gehärtet. Jetzt müssen wir alle aufstehen und fragen: Was ist denn jetzt hier los? Was soll das? Und dann sind ja die restlichen Plagen vollzogen worden. Bedeutet das jetzt, dass der liebe Gott dem Pharao seinen freien Willen genommen hat? Wenn das so wäre, dann müssten wir hier jetzt eigentlich wirklich protestieren, denn ein jüdischer Grundsatz ist, dass der Mensch einen freien Willen hat. Da kann sich unser Schöpfer sogar nicht wirklich einmischen, weil das ist ein Gesetz, das er selbst erschaffen hat. Und jetzt sagen: Nein, ich nehme dir das, ich nehme dir jetzt deinen freien Willen, so, und jetzt bekommst du die 10 Plagen. Er hat quasi keine Entscheidungsgewalt mehr über das, was hier gerade passiert. Er hätte ja vielleicht das noch umändern können durch irgendeine Idee. Aber de facto sehen wir, dass der liebe Schöpfer dem Pharao sein Herz gehärtet hat. Er hat sein Herz unnachgiebig gemacht, damit alle Plagen auf die Ägypter kommen und Pharao sein Volk nicht ziehen lässt. Aber parallel dazu sehen wir auch die Wahrheit, dass Pharao dennoch einen freien Willen hatte. Was bedeutet für uns, nicht, dass wir jetzt von Pharao lernen müssen. Was Pharao hatte, nicht hatte, spielt keine Rolle für uns. Wir müssen für uns lernen, für uns. Was lernen wir aus diesem Vers? Wir lernen aus diesem Vers, dass unser freier Wille sich insbesondere wo befindet? In unserem Verstand und nicht in unserem Herzen. Denn das Herz des Pharaos hat der Schöpfer unnachgiebig gemacht. Ja, das ist eine Emotion, richtig tschak, verhärtet. Aber sein Verstand, den hat er nicht berührt. Das bedeutet, dass der Pharao von seinem Verstand, von seinem gesunden Menschenverstand Gebrauch hätte machen müssen, indem er sich ganz simple Fragen hätte stellen sollen. Moment, was geht da hier jetzt eigentlich ab? Diese übernatürlichen Plagen, diese übernatürlichen Schläge, diese wirkliche Naturgewalten, diese Faszinationen. Wer ist denn dieser Typ Moses eigentlich? Dieses Volk, das sich da jetzt hier so aufstellt und hier rebelliert nach 210 Jahren Knechtschaft und jetzt hier so eine himmlische Unterstützung bekommt. Was passiert hier in meinem Land? Was geht hier ab? Wer ist dieser Gott? Wer ist dieses Volk? Was ist hier los? Und wenn er von seinem gesunden Menschenverstand Gebrauch gemacht hätte, einfach nur abgewägt hätte, das Für und Wider, das Gute vom Schlechten,
rational denken, dann hätte er sofort entdeckt, okay, was hier passiert, ist einfach nicht normal, das ist übernatürlich und ich lasse das Volk ziehen. Aber Pharao hat von seinem Verstand eben nicht Gebrauch gemacht, von seinem gesunden Menschenverstand hat er nicht Gebrauch gemacht. Stattdessen, was hat er gemacht? Er hat seinen Verstand verbogen. Brauche ich nicht, will ich nicht. Er hat nicht wirklich das Für und Wider abgewogen, das Gute vom Schlechten, nur rational gesehen, was ist denn hier los? Vom Verstand. Unser Verstand. Die Welt hat einen gewissen Weg. In seiner Natur. Auf einmal steht die Natur Kopf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Alles steht hier Kopf. Mit unglaublichen Plagen. Seine ganzen Zauberer, seine ganzen Hexer, seine ganzen Handler, all diese Pfeifen, die da in Ägypten Pharao rumstanden, die konnten ihm nicht wirklich helfen. Die hatten keine wirkliche Antwort auf die Frage, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Und dennoch hat Pharao sich selbst dafür entschlossen, seinen Verstand umzubiegen und nicht seinen freien Willen damit zu benutzen, zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Von seiner Logik her, vom Verstand. Das hätte er machen müssen. Hätte er das gemacht, hätte er das Volk Israel ziehen lassen. Was bedeutet das jetzt für uns Tachles, dass unser freier Wille vor allem wo sich befindet? Hier. In unserem Kopf, in unserem Verstand. Und nicht in unserem Herzen. Denn das Herz hat der Schöpfer ihm verhärtet. Das Herz war hart wie Stein. Seine Emotion war klar. Will ich nicht, brauche ich nicht. Seine Glaubensprüfung war dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil sein Herz hart war. Also das bedeutet, von seinen Emotionen hat er sich leiten lassen. Ich will sie nicht ziehen lassen, ich will sie nicht ziehen lassen, ich will sie nicht ziehen lassen, das ist ja kein Problem, aber mach doch deine Augen auf, benutze deinen Verstand. Gott wollte, dass Pharao seinen Verstand benutzt und einfach nur das erkennt, was jeder normale Mensch sofort erkennen würde. Nämlich, hier passiert etwas Übernatürliches. Was hier passiert, ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass das ganze Meer sich in Blut verwandelt und überall, wo in Ägypten jetzt gerade ein Glas Wasser sich einschenkt von einer Flasche, das alles Blut ist. Und wenn ein Jude das jetzt nimmt, dann wird es wieder zu Wasser. Was ist denn hier los? Du merkst doch, dass da was nicht stimmt. Und die ganzen anderen Plagen, das hätte er eigentlich verstehen müssen, wollte er aber nicht verstehen. Er hat seinen freien Willen nicht richtig genutzt und das ist dann passiert. Aber was wir jetzt daraus lernen, so sagt Rabbi Nachman aus Breslau, dass unser freier Wille vor allem wo sich befindet, in unserem Verstand. Wir müssen von unserem Verstand Gebrauch machen. So, wie schaffen wir das am besten, dass wir von unserem Verstand wirklich das Maximum herausholen? Indem wir mit Hashem reden. Das persönliche Gespräch, das Gebet mit unserem Schöpfer, das ist unheimlich wichtig. Denn Rabbi Nachman aus Breslau sagt, der hauptsächliche Grund, warum Menschen so weit weg von Gott sind, was ist der hauptsächliche Grund dafür, sagt Rabbi Nachman aus Breslau, was? Dass sie sich keinen klaren Kopf schaffen. Was bedeutet es, einen klaren Kopf zu schaffen? Dass du alleine irgendwo hingehst, ungestört, ohne Telefone, ohne Lärm, ohne nichts, irgendwo in der Natur, irgendwo in einem Zimmer, am Balkon, alleine. Und beginnst mit deinem Schöpfer zu reden, über dich, über die Welt, was du tun kannst, um dich zu verbessern. Nur ein klein wenig besser als gestern. Und das macht dich dann zur absoluten Nummer eins. Und so entwickelst du dich zu etwas ganz, ganz großen, tollen, schönen und einfach nur faszinierend herzlichem Teil. Und dein Verstand, der bekommt das Pikante. Er bekommt das Pfeffer der Heiligkeit. Boom, das bekommt dein Verstand dann und du hast dann die Gabe, glasklar zu sehen. Und wir müssen wirklich mit dem Verstand leben. Sachen versuchen gut abzuwägen. Natürlich
haben wir noch ein unterbewusstes Entscheidungssystem, das auch ein Wörtchen immer mitspielt und das auf unseren Gefühlen beruht. Das ist natürlich unser Herz, unsere Emotionen. Die reden natürlich auch immer ein Wörtchen mit. Aber unsere weißen Sorgen, Al-Taturu, Achalele, Vafchem, Taturu, Shamrulachem, Penifte, Vafchem. Pass auf, dass dein Herz dich nicht verleitet, dass dein Herz dich jetzt hier nicht aufhetzt auf irgendwas. Aufpassen, die Emotionen im Griff lassen. Das sehen wir heute sehr oft auch in Konflikten. Du hast hier irgendeinen Streit, ein Nachbarzoff. Du hast irgendeinen Nachbarschaftsstreit. Jetzt habe ich es geschafft, danke lieber Gott. Du hast dir irgendeinen Nachbarschaftsstreit. Und in diesem Nachbarschaftsstreit laufen schon mal Emotionen hoch, wo du eben nicht mehr absolut Ratio. Dass du irgendwas abwägst, rational, sondern vom Herzen. Nein, jetzt hau ich ihm eine rein, jetzt knall ich hier am Tisch, jetzt mache ich hier einen Lärm. Oder in einem Gespräch mit dem Chef. Ist der Chef ein bisschen frech? Ich kündige. Hast dich verleiten lassen vom Herzen, hier etwas zu machen, was nicht wirklich logisch ist, weil es eigentlich ein guter Job ist. Okay, der Chef ist zwar ein bisschen blöd, aber mei, eigentlich ist er ganz okay. Lässt dich ja machen, was du willst. Hat dich ja eingestellt. Er ist halt ein bisschen eine schwierige Person. Da gibt es dann diese Dinge. Oder auch hier in Israel der Konflikt. Oder überhaupt der allgemeine Konflikt. Antisemitismus, Judenhass, Israelkritik. Diese ganzen Dinge, die sind doch überhaupt nicht logisch, wirklich fix zu machen. Akademisch. Mit richtigen Forschungstendenzen, richtig etwas zu beweisen, warum du einen Juden hassen musst. Das gibt's nicht. Aber das Herz heizt die Menschen an zu hassen, heizt die Menschen an zu schlagen. Muss man dann aufpassen. Auf der anderen Seite hat auch das Herz etwas ganz Gutes. Das uns hilft, nicht immer wirklich rational zu denken, im Positiven. Was bedeutet, wenn wir auf unsere Emotionen hören, gibt es eine Regel. Und die Regel besagt, dass wenn es eine gute Emotion ist, dass es dir damit gut geht, dass es dir Antrieb gibt. Es lässt dich zufrieden sein mit dem Gefühl, das du da hast. Du hast das Gefühl, das Richtige zu tun. Es gibt dir Antrieb. Das ist dann immer so das richtige Herzensgefühl. Weil wir über Antisemitismus gesprochen haben. Ist es rational für einen Deutschen, einen Juden in seinem Keller zu verstecken in der Nazizeit? Ist es ein rationaler Weg, was er da gewählt hat? Die Antwort ist nein. Das ist nicht rational. Weil wenn du vom Verstand denkst, dann ist es ja wirklich rational. Aber er hat das Richtige gemacht. Und warum? Weil seine Herzensentscheidung die richtige war. Seine Herzensentscheidung, die hat es das Rationale überwogen, indem sie zu ihm sagte, pass auf, das ist das Richtige. Und
dieses Richtige, dass das Herz mir verkauft, gibt mir jetzt positive Energie. Gibt mir positive Impulse. Gibt mir einen Push, einen Burn, einen Drang zu etwas Gutem. Das, auf das musst du hören. Aber wenn dein Herz dich irgendwo hinschubst zu einer Schlägerei, steh auf und schenk dir mal eine rein. Obwohl dein Verstand sagt, nein, so geht's ja nicht. Doch, so geht's. Diese Emotionen sind nicht gut. Deswegen die Regel, weil es, wie gesagt, es ist ein Für und Wider, es ist ein Miteinander. So musst du denken in deinem Herzen. So kannst du das herausfiltern, damit du in deinem Herzen spürst, das, für was ich mich jetzt entschieden habe, das ist gut. Es tut mir gut. Ich fühle mich damit wohl. Geh. Aber wenn dein Herz dir eine Emotion gibt, die nicht wirklich gut ist, oder einfach nur negativ, wie Hass, Aggression, das ist eine Herzensentscheidung, von denen unsere Weisen sagen, Opa, pass auf, lass dich ja nicht von deinem Herzen in die Irre führen. Aus psychologischer Sicht wissen wir, dass wir unserem Herzen auf alle Fälle, unseren Emotionen auf alle Fälle wirklich eine Bühne geben sollen. Wir müssen unserem Herzen eine Bühne geben. Das ist Pflicht. Und warum? Weil all diese die unentschlossenen Entscheidungspaniker, die immer rumgrübeln, ewig lang, soll ich nicht, auf einmal das Auto verkauft. Ich wollte das Auto kaufen, ist das Auto weg. Soll ich nicht, ist der Job weg. Soll ich nicht, auf Wiedersehen. Diese Unentschlossenen unter uns, diese chronischen unentschlossenen Menschen, woher kommt denn diese Unentschlossenheit aus psychologischer Sicht? Die kommt daher, dass wir unsere Emotionen total versuchen auszublenden. Wir geben überhaupt keine Bühne. Versuchen alles nur rational. Moment, ein Gefühl. Nein. Du musst dein Gefühl schon zulassen. Du musst dein Gefühl zulassen. Weil dein Herz, das kennt etwas, von dem die Vernunft keine Ahnung hat. Und das ist genau das. Das unterbewusste Entscheidungsmodul in deinem Herzen, das auf Gefühle beruht, und das musst du natürlich zulassen und zuhören, ob das jetzt zu dir sagt, ich fühle mich gut damit, ich fühle mich wohl, oder hörst du, ich bin jetzt zu böse, ich bin jetzt zu aggressiv, ich bin jetzt zu. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Deswegen lass deine Gefühle zu. Aber am Ende, wenn es darum geht, jetzt eine Entscheidung zu treffen, dann sag zu deinen Gefühlen auch nein. Wenn die Gefühle jetzt zu dir sagen, du sollst aufstehen und jemanden jetzt richtig hassen und Gewalt ausüben und jetzt einen riesen Streit beginnen. So geht es nicht. Das hat nie was Gutes. Und das ist halt eben die ganze Story mit Pharao, dass er seine Emotion hat ihn verhärtet, dass er unnachgiebig war. Aber er hätte eigentlich, wenn er von seinem Verstand richtig Gebrauch gemacht hätte, hätte er auch auf sein Herz richtig gehört. Und dann hätte er verstanden, Moment einmal, er war ja unentschlossen. Unentschlossenheit ist nicht etwas Gutes, das kann zu Burnout führen, das kann, ist nicht gut, unentschlossen zu sein. Deswegen sei entschlossen. Und entschlossen zu sein bedeutet, wie ich eben sagte, meinen Emotionen eine Bühne zu geben.
aber ich darf nicht blöd sein. Und meine Gefühle, jetzt hat hier mich, von meinen Gefühlen mich überrollen lassen, jetzt hat hier, ah! Nein, 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 nein. Wir brauchen einen Katalysator, wir brauchen etwas, mit dem wir hier anfangen können. Etwas, das uns lehrt. Ist es jetzt gut? Wie geht's mir? Das ist immer der Punkt. Das ist eigentlich immer die Frage, mit der du dich sehr schnell, sehr gut in dieser Welt positionieren kannst. Geht's mir gut, wo ich jetzt gerade bin? Geht's mir gut? Fühle ich mich wohl? Bin ich zufrieden? Das ist wichtig. Und eine Herzensentscheidung, die führt uns eigentlich immer zu etwas ganz Tollem. Und nicht den Verstand vergessen. Wir müssen einen gesunden, klaren Verstand haben. Wir müssen einen klaren Kopf schaffen, so sagt Rabbi Nachman. Und das bekommen wir nur durch das Gebet. Ohne Gott kannst du keinen klaren Kopf bekommen. Was willst du für einen klaren Kopf haben? Du fütterst dich ja nur über YouTube, über Facebook, über TV. Was ist denn hier für ein klarer Kopf zu bekommen? Wir werden ja nur gefüttert mit Vorurteilen, mit vorweggenommenen Einschätzungen. Da, auf sowas kannst du nicht aufbauen. Das klappt nicht. Nur die Tora kann dir helfen, dich richtig zu positionieren. Das Wort von unserem Schöpfer, damit du lernst, was ist richtig, was ist falsch. Und aus der Tora verstehst du dann auch, was ist gut, was ist schlecht. Vom Verstand. Es ist unheimlich wichtig, dass du dich auf das verlässt. Auf der anderen Seite sehen wir etwas Interessantes, das Rabbi Nachman aus Breslev sagt. Er sagt Folgendes. Er sagt, ein gebrochenes Herz und Traurigkeit haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Was ist denn das für ein Satz? Ein gebrochenes Herz und Traurigkeit haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Rabbi Nachman aus Breslev sagt, ein gebrochenes Herz zu haben, das ist sehr gut. Traurigkeit, das ist die größte Sünde. Ja, wie haut das jetzt zusammen? Wenn wir das so hören, dann glauben wir doch instinktiv, dass das gebrochene Herz und Traurigkeit, dass das das ein und dasselbe ist. Aber die Wahrheit ist, dass das gebrochene Herz wirklich sehr gut ist. Warum? Weil mein gebrochenes Herz lässt mich meine Gegenwart im positiven Scan durchlaufen, mit dem starken Willen und der echten Sehnsucht, mein Leben zu verbessern, mich zu verbessern, meine Ehe in etwas Schönes zu machen, meine Kindererziehung richtig harmonisch zu gestalten. Ich will mich verbessern. Ich will nach vorne. Ich will heute ein klein wenig mich verbessern. Und das schaffe ich mit meinem gebrochenen Herzen. Was bedeutet, dass ich versuche, mich selbst zu durchschauen, indem ich so einen positiven Scan mache und einfach sehe, wo stehe ich denn hier auf dieser Lebensmatte? Bin ich ehrlich? Bin ich lieb? Bin ich nett? Bin ich süß? Bin ich zuvorkommend? Höre ich zu? Bin ich helfend? Reiche ich meine Hand? Bin ich auch mal die Schulter zum Anlehnen? Weiß ich zum Armen? Liebe ich? Liebkose ich? Bin ich herzlich? Bin ich menschlich? Frag dich das selbst. Und wenn du bei diesem Scan dann erkennst, wow, ich bin ja eigentlich überhaupt kein guter Freund. Oder wow, wie ich mit meiner Frau manchmal rede. Dann bekommt man ein gebrochenes Herz, weil man sieht, dass man nicht gut ist. Aber dieses gebrochenes
dieses gebrochene Herz, das ist der positive Scan, weil ich mir da nicht selber eine reinschenk, Stock voll, boom, mir Knockout gebe, nein, sondern ich mache diesen positiven Scan, um mich selbst zu entdecken, mit der Absicht, mich zu fördern, mit der Absicht, mich weiterzubilden, mit der Absicht, mich selbst kontinuierlich nach oben zu katapultieren, mein Ich zu fördern, zu steigern. Ich will woanders sein. Und zwar jetzt und nicht irgendwann. Und deswegen ist dieses gebrochene Herz gut. Auf der anderen Seite haben wir die Traurigkeit. Die Traurigkeit, das ist dieser negative Scan, dieser negative Persönlichkeitsscan, wo ein Mensch sich selbst anschaut und sagt, wow, ich bin einfach so eine Null. Ich bin so ein Versager. Alles, was ich mache, überall, wo ich hintrete, trete ich auf die SCH-Wort. Oder auf die Banane. Und I don't believe that I can fly, because my name is not R. Kelly. Jack. Ich habe immer nur Pech. Es passiert immer nur mir. Dieses ist gefährlich. Weil ein Mensch, diese Eigenkommunikation, ich bin ein Freund von dieser Eigenkommunikation, deswegen pflege ich oft über dieses wichtige Tool zu reden, weil wenn meine Eigenkommunikation gesund ist, dann bin ich gesund. Aber wenn ein Mensch ständig sich selbst eine reinschenkt, eine schlechte Eigenkommunikation ist wie ein Selbstverfolgungswahn. Das ist wirklich an dieser Grenze. Das ist überhaupt nicht zu spaßen. Das ist sehr gefährlich für unseren Organismus, für unseren Geist. Das bringt unsere Seele, unseren Geist aus der Balance. Deswegen müssen wir da aufpassen, wie wir selbst miteinander reden. Es ist von unheimlicher Bedeutung. Wir können nicht machen, was wir wollen. Wir können nicht reden, wie wir wollen. Weil wenn wir uns selbst immer eine reinschenken, wie unbeholfen wir sind und wie und wie und wie und wie und wie, alles schön und gut. Wenn du so mit dir redest, was passiert dann? Dann ist deine Eigenkommunikation sehr schlecht. Dann bist du einfach nur davon überzeugt, dass du schlecht bist, dass du nicht gut bist, dass du ein Loser bist. Und das macht dich dann richtig traurig. Und die Traurigkeit, sagt Rabbi Nachman, das ist etwas, von der wir uns entfernen müssen wie vom Feuer, weil Gott sie hasst. So sagt Rabbi Nachman aus Breslau. Und Gott hasst sie, die Traurigkeit. Das ist ein Ausspruch aus dem Zohar. Gott hasst sie, die Traurigkeit, er hasst sie. Das ist erschreckend. Wo haben wir gelesen, dass Gott etwas hasst? Bei der Traurigkeit haben wir es gefunden. Das ist erschreckend, 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 erschreckend. Aber natürlich sind wir Menschen. Wir haben Emotionen. Und natürlich sind wir ab und dann auch mal traurig, wenn etwas Trauriges passiert. Wenn ein Mensch von uns geht. Gott möge uns davor bewahren, Amen. Dann ist es normal, traurig zu sein. Und Gott erlaubt uns dann auch im halachischen Bereich für solche Dinge traurig zu sein. 3 Tage darf man weinen, 7 Tage muss man trauern, ein Jahr muss man trauern. Aber alles im Rahmen. Aber traurig sein, weil du keinen Job hast, weil du keinen Partner findest, weil du keine Kinder bekommst, weil du einen Bus verpasst hast, weil du dir kein Auto leisten kannst. Das ist kein Grund, traurig zu sein. Das ist kein Grund, traurig zu sein. Sei nicht traurig. Stattdessen versuch, deiner Traurigkeit einen anderen Namen zu geben. Nenne deine Traurigkeit gebrochenes Herz. Wenn du schaffst, deiner Traurigkeit den Namen gebrochenes Herz zu schenken,
dann bist du auf einem ganz anderen Level. Du brauchst ein gebrochenes Herz, um dich positiv beurteilen zu können, um dich positiv nach vorne zu treiben. Nicht traurig sein, weil du in Traurigkeit lebst, sondern sei traurig mit einem gebrochenen Herzen. Das ist das, was Rabbi Nachman sagt. Es gibt zwei Formen von Traurigsein. Ein Traurigsein mit einem gebrochenen Herzen, das ist sehr gut. Ein Traurigsein in der Traurigkeit, das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe, verschwinde davon. Das ist wie Feuer, Feuer, hau ab. Sei traurig mit einem gebrochenen Herzen. Wenn du traurig bist mit einem gebrochenen Herzen, das ist super. Wie ich eben sagte, das ist ein positiver Scan, wo du versuchst, ich will mich verändern. Du bekommst einen positiven Zwang. Und Rabbi Nachman aus Breslau sagt, dass dieses gute, gebrochene Herz, so sagt Rabbi Nathan, der Rebbe forderte uns mehrfach auf, unbedingt darauf zu achten, nur eine bestimmte Zeit am Tag gebrochenen Herzens zu sein, nie aber traurig. Der Rest des Tages soll man von Freude erfüllt sein. Du sollst ein gebrochenes Herz haben. Also traurig mit dem gebrochenen Herzen, das ist okay. Aber traurig in der Traurigkeit, das ist nicht okay. Aber selbst dieses Traurigsein mit dem gebrochenen Herzen, was ja sehr gut ist, haben wir eben gelernt. Auch das, sagt jetzt Rabbi Nachman aus Breslau, nicht, dass du den ganzen Tag jetzt hier rumstolzierst mit diesem positiven Scan, du tust dich jetzt den ganzen Tag positiv durchscannen. Nein, nein, nein. Das bedeutet nicht, dass das ein positiver Scan ist. Das bedeutet, dass du dir auch hier schön richtig selbst eine reinschenkst, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigst, wie du dich verbessern sollst und wie du hier und wie du da. Nein, du sollst, passen wir auf, was Rabbi Nachman uns hier lehrt. Nur eine bestimmte Zeit am Tag sollst du gebrochenen Herzens sein. Rabbi Nachman aus Breslau lehrt uns genau das, was wir andauernd sagen, dass du einen Tag, dass du an einem bestimmten Tag eine bestimmte Zeit für dich einräumen musst, eine Stunde am Tag mindestens, um mit Gott zu kommunizieren, mit Gott zu reden. Und in dieser Stunde mit Gott, der dich liebt, der dich toll findet, der dein größter Cheerleader ist. Hier musst du mit Gott zusammen sein und über das reden, was dir dein Herz bricht. Was bricht mir mein Herz, dass ich meine Tochter angeschrien habe? Dass ich meiner Frau keine Aufmerksamkeit geschenkt habe? Dass ich ein blöder Sohn war? Dass ich hier, wenn du siehst, und da musst du drüber reden, gib mir die Kraft, ein guter Ehemann zu sein. Gib mir die Kraft, ein guter Vater zu sein. Gib mir hier, gib mir da, gib mir dort, hilf mir, bring mich voran. Und wenn du es dann so machst, dich kontinuierlich nach vorne schiebst, dann bist du ein Held. Und dann, und das ist ja der springende Punkt, der Rest des Tages soll man von Freude erfüllt sein. Wenn du es richtig machst, dann wirst du von Freude erfüllt sein. Eine Stunde am Tag sei gebrochenes Herzens, wo du diesen positiven Scan machst und versuchst zu verstehen, wo stehe ich hier eigentlich? Und das wird dich dann in die Freude hinein katapultieren, wo du dann glücklich bist, weil du weißt, hey, die Faszination für Weltmeister, die ist nicht wow, ganz sensationell groß. Nein, was muss ich heute? Ein klein wenig, nur ein bisschen besser machen als gestern. C'est tout. Und das lernst du dann nicht in deinem positiven Scan mit dem gebrochenen Herzen mit Gott, wo du gesprochen hast. Und das vertreibt die Traurigkeit. Und so lebst du dann in einem ganz, ganz gesunden Organismus, das dir wirklich hilft, nach vorne zu schreiten. Und das alles in einem verwandelt dein Leben dann zu einem richtig tollen Paradies, weil du deinen freien Willen absolut in den Griff bekommst.
weil du auf der einen Seite einen absolut gesunden Verstand hast, weil du ja immer mit Gott redest und dich mit Gott beschäftigst und dadurch natürlich auch immer lernst aus der Heiligen Schrift, was gut ist, was schlecht ist, was gewollt ist, was nicht gewollt ist, was erlaubt ist, was verboten ist. Auf der anderen Seite hast du immer göttliche Erleuchtung in deinem Verstand. Hinzu kommt unser Herz. In unserem Herzen, da befinden sich unsere Gefühle. Und unsere Gefühle, das ist unser unterbewusstes Entscheidungsportal, das natürlich auch immer ein Wörtchen mitreden will. Und hier lernen wir dann, wenn wir mit dem richtigen Verstand, mit dem gebrochenen Herzen, um uns damit beschäftigen. Mit dem positiven Scan, wie kann ich nach vorne? Wie kann ich mich verbessern? Nur ein klein wenig, nur ein bisschen. Wenn ich das immer so mache, dann bekomme ich ein Herz, das ich spüre. Ich spüre mein Herz. Und wenn du dein Herz spürst, dann hast du auch ein Feingefühl für deine Emotionen. Dann spürst du, oh, mein Herz treibt mich jetzt gerade positiv an. Ich habe Lust drauf, Sehnsucht danach. Ich will das im Positiven. Ich mache etwas Gutes für mich, für meine Familie, für die Menschheit. Auf der anderen Seite hast du diesen Katalysator, der dir sagt, was, hey, du hörst gerade Feuer, verbrenne, streite, schlage, tritt, spuck. Nein, nein, nein. Solche Emotionen lassen wir nicht zu. So. Das im Großen und Ganzen über unser Herz und über unseren freien Willen. Danke, dass du wieder dabei gewesen bist. Wir sehen uns nächste Woche voller Freude, frisch und munter, so Gott will, voller Energie und Power. Alles Liebe. Ich bin David Kraus. Ich bin so froh, dich bei mir zu haben heute. Laila Tov, gute Nacht.